Mann, ey, Regen im Regenwald. Der Reiseführer erklärt hier gerade, dass das da in der Mitte der Regengott ist. Ja, Regengott, was soll das? Komm hier nicht einmal hier, lässt es hier regnen. Bäh. Keine Frauen hier. Man merkt, ganze Dorf ist leer, sind nämlich alle drinnen und telefonieren mit ihrer Mutter. Gar nichts mehr von dem Karibik-Flair. Hab gerade was gelernt. In meinem Frühstücksrestaurant hängen hier überall solche Wasserbeutel rum. Und in den Wasserbeuteln, da haben sie Münzen. Da habe ich jetzt mal blöd gefragt, ob denen denn kein leichterer Weg einfällt, Münzen zu verkaufen, als hier in den ganzen 2 Liter Wasserbeutel. Und da hat sie gesagt, das ist ein Mittel, um Mücken und Fliegen abzuhalten. Denn wenn jetzt da das Licht durchscheint, dann mögen die Fliegen das nicht. Das haben sie rausgefunden. Also, einfaches Mittel, 1-2 Münzen in eine Plastiktüte und ja, mückenfreie Zone. Warum müssen diese Scheißmeier, diese Scheißpyramiden da eigentlich immer auf den Bergen draufbauen? Haben die nicht gewusst, ob man da hochlaufen muss? Jedes Mal hätten die ihre Pyramiden nicht irgendwo neben der Kneipe im Tal bauen können. Haben jetzt irgendwas mit 7.20 Uhr morgens. Lange Schatten. Ist vom Klima her also noch fast erträglich. Das wird nicht besser heute. Dachte mir, ich gehe erstmal her. Ja, halt Pech. Ja, da hast du Pech, weil du hochrennen musst, ne? Ich dachte, wir machen hier erstmal den Kassenweg. Das scheint der Eingang zu sein. Jetzt gucke ich mal, mit wie vielen Geschlechtern ich mich hier registrieren lassen kann. Ob die nur Männer oder Frauen haben oder auch 7 diverse Geschlechter. Und wenn ich hier nicht 7-mal divers sein kann, dann sage ich dir, ich will jetzt 1.000 Euro Schmerzensgeld. Jawohl. Klappt hier in Deutschland genauso. Office ist der Eingang, ne? Schauen wir mal. Nix da, musst du jetzt ganze 5 Euro ohne jeden Rabatt bezahlen. Ja, und das ist es jetzt hier. Das ist alles. Die 3 Steine. Dafür lasst ihr mich da hochrennen. Naja. Hoffen wir, dass sich das lohnt. So, jetzt erkläre ich euch mal, wie die Mayas gelebt haben. Also hier in der Mitte der Stadt war hier der Obertempel. Die Mayas haben geschlechtergetrennt gelebt, die Männer im Osten und die Frauen im Westen. Hier sieht man jetzt, wie die Männer in die Steine Figuren vom großen Chef reinpacken. Und dann, um der Energiekrise vorzubeugen, da werden jetzt hier Kanister mit Heizöl hier zum Tempel gebracht. Warum das jetzt da oben offen ist, weiß ich im Moment noch nicht. Ansonsten, hier sehen wir, ne, da haben jetzt die Männer gewohnt. Gab ein Fußballspiel, Lokalderby, da gab es ein bisschen Krawall, deswegen ist da jetzt immer noch Feuer. Ansonsten haben sie sich hier einen Pool hingebaut, alles ganz chillig. Schauen wir mal hier auf der Frauenseite. Ne, Frauen sitzen rum, trinken Käffchen, kennt man ja. Ne, da wird jetzt irgendwas gekocht. Und ansonsten keine Frauen hier. Man merkt, ganze Dorf ist leer, sind nämlich alle drinnen und telefonieren mit ihrer Mutter. Also hat sich seit Tausenden von Jahren nichts geändert. Hier in der Männergegend komplett anderes Bild. Die sind draußen, machen Party, chillen, hängen rum. Ich finde das faszinierend. Ah, das sieht doch mal gediegen aus. Da gehe ich jetzt mal hoch. Das sind nicht zu viele Stufen. Und andere Seite, Plaza A, nennen die das. Sogar mit Partymusik. Fehlen nur noch ein paar rappende Inkas. Oder Mayas sind das hier, ne? Ah ja,
Aber Hauptsache, hier ist hier Stacheldraht. Dass bloß keiner zwischen den beiden Bäumen langläuft, sondern daneben oder so. Ich nehme schön die Treppenstufen runter. Und dann wundert man sich, wie hier diese Riesenpyramiden scheinbar mitten im Dschungel enden. Man kann aber davon ausgehen, dass hier eben noch viel mehr auszubuddeln wäre. So viel Zeit haben die gar nicht. Ich finde das hier von der Höhe sehr angenehm. Genau in meiner Größe gebaut. Sogar mit Geländer. Wow. Mein Zelt, der nächste Biergarten. Schade. Aber eine Hollywood-Schaukel. Mehr oder weniger. Und da scheint es jetzt auch cool zu werden. Blick ins Tal, soweit das Auge reicht. Ja, wenn nicht Bäume davor wären. Aber man würde sehr weit sehen können. Jo. Ja, hier so. Ha? Übrigens auch bemerkenswert, wie frei man sich hier bewegen kann. Da würden sie aber in Deutschland schon ganz andere Zäune aufstellen. Der ist hübsch. Alte Metallbrücke. Natürlich Radfahren verboten. Läuft in der Karibik, ja. Stil von einer alten Eisenbahnbrücke. Und die verbindet jetzt zwei Städte. San Ignacio wird mit dem da hinten auch als Zwillingsstadt bezeichnet. Und hier über das Flüsschen geht es. Ja, idyllisch, idyllisch. Hat immer noch was sehr Karibisches, wobei ich ja gar nicht mehr an der Küste bin. Den Rum, den haben wir hier auch so. Ja?